Moin, lieber Rabau. Ich bin René, ich arbeite beim FC St. Pauli und bin dort verantwortlich für den Bereich Finanzen. Ich lese gerade das Buch Bolzplatz in Gefahr und darf euch heute Kapitel 11 daraus vorlesen. Kapitel 11 heißt Jetzt erst recht. Am Montag versammelten die Rabauken sich wieder in der Anneliese. Wie viele Flohmarktanmeldungen hast du schon bekommen? Fragte Linus seine Oma. Noch nicht allzu viele. Ihr müsst vielleicht noch ein bisschen Geduld haben. Die Zettel hängen ja erst 2 Tage. Aber das Fest ist doch schon bald, sagte Linus. Wie viele sind es denn genau? Anneliese seufzte schwer. Noch gar keine, ehrlich gesagt. Tut mir leid, Kinders. Entsetzt schauten ihre Bauken sich an. Wenn niemand zum Bolzplatzfest kommt, berichten auch die Zeitungen nicht, sagte Ella. Dann wird der Platz bald abgerissen. Mit finsteren Mienen schlurften sie in das Hinterzimmer und ließen sich auf die Stühle fallen. Wir können unsere Eltern bitten, einen Stand zu machen, sagte Lilli. Selbst wenn die alle Zeit haben sollten, gibt das noch keine große Menschenmenge, antwortete Jasmin. Ich bin so sauer auf diesen Bauherrn, Lohhaus oder wie der heißt, der ist an allem schuld. Lilli schaute sie an. Warum rufen wir ihn nicht an und sagen ihm unsere Meinung? Ja, das machen wir, rief Nick. Auch die anderen waren dafür. Ja, genau, das hätten wir schon längst tun sollen. Oma hatte ein Telefon hinterm Tresen, sagte Linus. Anneliese stellte ihnen den Apparat auf die Theke. Die Nummer der Firma fanden sie im Telefonbuch. Jasmin griff zum Hörer. Hallo, ich möchte bitte Herrn Blohhaus sprechen, sagte sie nach einer Weile. Schnell stellte Linus den Lautsprecher an. Die Rabauken drängten sich gespannt um das Telefon. Worum geht es denn? Fragte eine Männerstimme. Es geht um den Bolzplatz auf St. Pauli, der bebaut werden soll, antwortete Jasmin. Aha, und worum genau? Wir haben gewisse Informationen zu dem Platz, die Herrn Blohaus kennen sollte, behauptete Jasmin kühn. Der Mann zögerte und seufzte dann. Na, also gut, ich stelle durch. Sehr gut, flüsterte Emre, und auch die anderen hoben die Daumen. Blohaus, meldete sich eine Stimme nach älterer Herr. Jasmin umklammerte den Hörer. Herr Blohaus, hallo, hier sind die Rabauken. Wir müssen Ihnen was Wichtiges sagen. Sie wollen unseren Bolzplatz abreißen, aber das geht nicht. Wir spielen jeden Tag dort Fußball, schon ewig, also seit wir laufen können. Es ist der beste Platz in ganz St. Pauli, deswegen fordern wir Sie auf, das nicht zu tun. Was? Wer ist da? Die Rabauken? Ja, genau, mein Name ist Jasmin. Und außerdem stehen hier noch Ove, Rasmus, Ella, Emre, Kalle, Linus, Fiete, Lilli und Nick. Hallo, riefen die anderen in den Lautsprecher. Aha, langsam verstehe ich. Es geht um das Bürohaus auf St. Pauli, nicht wahr? Wisst ihr, Kinder, dieses Gebäude ist einfach wichtiger als euer Spielplatz. In einer Stadt wie Hamburg ist Fläche nun mal ein wertvolles Gut. Irgendwann, wenn ihr erwachsen seid, werdet ihr das auch verstehen. Aber, setzte Jasmin ein. Und nun entschuldige ich mich bitte. Ich habe noch sehr viel zu tun, sagte Herr Blohaus und legte einfach auf. Sprachlos starrten die Rabauken auf das Telefon. Da trat Anneliese hinzu und knallte den Hörer zurück auf die Gabel. Wertvoll, sagte er. Ja, weil er viel Geld damit verdienen wird. Aber für euch ist der Platz genauso wertvoll. Ich sage euch, was ihr macht. Ihr sucht euch einen Unterstützer für euer Fest. Er muss möglichst berühmt sein. Fällt euch jemand ein? Ratlos sahen die Rabauken sich an. Emre lief auf und ab und schaute sich dann wieder einmal die Bilder vom FC St. Pauli an, die im Nebenzimmer an der Wand hingen. Ich habe eine Idee, sagte er plötzlich und tippte auf ein Foto. Seht ihr, wer da neben der Profimannschaft steht? Ewald Lien. Der kennt uns doch noch von dem Straßenfußballturnier im Stadion. Ja, jeder weiß, wer Ewald Lien ist, sagte Kalle. Der ist berühmt. Wenn er zu unserem Bolzplatzfest kommen würde und mit uns gegen den Abriss demonstriert, dann würde das bestimmt in der Zeitung stehen, rief Ella begeistert. Das ist eine super Idee, Emre. Aber wie willst du ihn dazu kriegen, fragte Nick. Wir schreiben ihm einfach eine E-Mail, schlug Uwe vor. Mein Computer steht da drin, sagte Anneliese und schloss ihn einen kleinen Büroraum neben der Küche auf. Sie schaltete den Computer ein. Habt ihr denn seine E-Mail-Adresse, fragte sie. Emre schüttelte den Kopf. Lass mich mal machen, sagte Linus. Er ging ins Internet und gab FC St. Pauli ein. Einen Klick später waren sie auf der Homepage des Fußballclubs. Linus suchte eine Weile, fand den Punkt Kontakt
und klickte ihn an. Dort stand tatsächlich eine E-Mail-Adresse vom FC St. Pauli. Also, was soll ich schreiben? Fragte Linus. Sie berieten sich eine Weile und schließlich tippte Linus. Lieber Evalin, unser Bolzplatz soll abgerissen werden, weil daneben ein Bürohaus gebaut wird. Das ist kein Fairplay. Wir haben den Platz auch schon besetzt, aber das ging nicht so lange gut. Jetzt machen wir da ein Fest mit Musik und Wurst. Wir wollen nämlich gegen den Abriss demonstrieren. Bitte hilf uns dabei, damit wir in der Zeitung stehen. Dann darf unser Bolzplatz bestimmt bleiben. Kommst du zu unserem Fest? Es ist nächsten Samstag am 15. Juni und geht um 10 Uhr los. Deine Rabauken, die den zweiten Platz auf dem Straßenfußballturnier gemacht haben. Rasmus, Jasmin, Nick, Uwe, Fiete, Ella, Emre, Kalle, Lilly und Linus. Linus las die Mail noch einmal vor und klickte dann auf Senden. Gespannt starrten sie auf den Bildschirm. Er antwortet nicht, sagte Fiete nach ein paar Sekunden. Er muss es doch erstmal lesen, sagte Nick. Und wenn er am Samstag keine Zeit hat, fragte Ella. Jetzt lasst uns doch mal seine Antwort abwarten, sagte Uwe. Und bis dahin können wir genauso gut wieder Fußball spielen gehen. Okay, dann übt ihr heute schon mal, wie man den Gegner so richtig in die Zange nimmt, sagte Linus. Die von der Baufirma müssen wir auch mal in die Zange nehmen, murmelte Emre. Vielleicht macht Ewald das ja für uns, sagte Ella. Das war das Kapitel 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und ja, bleibt dem FC St. Pauli treu. Tschüss.